Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und eher von uns, von Sammy. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ein Unboxing für euch von einer Hundebox. Da wurden wir auf Instagram drauf verlinkt und dann habe ich mir die bestellt. Das ist von Sandras Tieroase. Da habe ich einmal die Hundebox und einmal die Katzenbox bestellt. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Ich habe mein Setting jetzt so gebaut, dass Sammy quasi hier so durch die Gegend laufen kann, wenn er möchte. Und hier ist eigentlich so sein... hat richtig Bock drauf. sein Liegeplatz. Wenn ich filme, dann liegt er hier auch meistens. Und deswegen freut er sich jetzt sehr, dass ich alles auf ihn jetzt gerichtet habe. Und wir jetzt ein Video für ihn machen. Mit ihm. Mit dir oder für dich, Sammy? Besser auch nicht, ne? Ja. Sammy ist ein... werde ich immer wieder nachgefragt, deswegen sage ich das. Ein ehemaliger Straßenhund, der kommt aus Bosnien und der ist über den Tierschutz zu uns gekommen. Als wir den bekommen haben, vor etwa 3 Jahren, war der 1 bis 2 Jahre alt. Und ja, der wird dieses Jahr offiziell 6. Nee, dann haben wir den schon länger. Sammy, seit wann bist du denn schon bei uns? Schon eine Weile, ne? Ja, und... dadurch, dass er jetzt ja quasi schon 5 ist, ist er der Älteste im Haus. Tja. Nö? Gut, wir fangen jetzt an mit der Hundebox. Wie gesagt, ich habe die Hundebox und die Katzenbox bestellt. Die Hundebox hat genauso viel gekostet wie die Katzenbox. 16,99 €. Das ist dieses schöne Schätzchen. Halte ich jetzt einfach mal so in die Kamera. Und ja, die wollen wir mal zusammen aufmachen. Die sind halt teurer als die Boxen, die wir normalerweise so von Zoo Royal oder Zoo Plus kennen. Aber trotzdem war ich mal sehr interessiert, was dann da reingepackt wird, weil das ist dann ja quasi so eine... Ja, es ist einfach eine andere Box. Vielleicht ist da etwas mehr Niedlichkeit drin. Ich weiß es nicht. Mehr Individualität. Sammy, haben wir jetzt offiziell die Plätze getauscht oder wie hast du das jetzt eigentlich überlegt? Nee, du musst schon zur Kamera gucken. Willst du da hin? Komm mal hier. Auf die Seite, komm. Mach mal. Genau. Ich mach mal ein bisschen Platz. So. Okay, wir haben hier schon mal ein Seitenpapier drin, was wir normalerweise ja so nicht in den Boxen drin haben. Und hier haben wir dann die einzelnen Produkte drin. Der erste Blick in die Box. Und da sind wohl ziemlich viele Dosen drin. Das ist jetzt übrigens auch Sammys Abendbrot. Okay, was haben wir hier? Als erstes haben wir von Sandras Schmankerl natürlich gesund Entenhupferl. Also das sind ja, Snacks für Hunde mit Ente. Und das ist jetzt Sammys Abendbrot, deswegen darf er das auch jetzt essen alles. Oh, das riecht schon mal richtig lecker. Das sind so kleine, harte Bröckchen von Ente. Ich weiß nicht, ob man das auf die Entfernung sehen kann. Hör ich schon auf? Ja, das war ja nur so ein kleines Teil, ne? Mach Sitz, Sammy. Hast du mir Haare ins Auge, in den Mund gemacht? Mit deinem Ohr. Achso, ja, stimmt. Sammy? Ja, das sind dann so Leckerlis, die sind ruckzuck auf. Aber die schmecken gut, das merke ich wohl. So, Mausi. Hm? Was jetzt? Wie geht's jetzt? So, als nächstes haben wir hier, Tasty Snack. Snack Freezies, gefriergetrocknetes Wildfleisch, schonend gefriergetrocknet, naturpur, ohne jegliche Zusätze, getreidefrei, glutenfrei und ein Monoprotein. Das Monoprotein ist dann wahrscheinlich auch wild. Gucken wir mal. Das ist sehr so weich, ne? Weil halt gefriergetrocknet. Sämtliche Feuchtigkeit ist weg. Das ist sehr interessant. So schwammartig. Boah, das riecht aber intensiv. Es riecht lecker, aber es riecht intensiv.
Wenn du nachher Dünnschiss hast, Sammy, ne? Rate, wer es wegmachen darf. Genau. Frech darf das wegmachen. Willst du noch einen? Wieder einfach da hinten Propeller mit seinem Schwanz, ne? Da freut sich aber einer, hm? So, als nächstes haben wir hier von Rinti Filetto. Feines Huhnfilet mit Herz in Jelly. Leichter Genuss. Das ist so... Danke. So ein Nassfutter, das mischen wir ganz gerne immer in sein Trockenfutter rein. Möchtest du es gleich mal komplett probieren? Aber wir schauen mal, was noch so drin ist an das Nassfutter, Sammy. Dann darfst du aussuchen, welches du nachher probieren möchtest, okay? Dann haben wir hier von Belcando Dog Feines Selection Wild mit Hirse und Preiselbeeren. Guck mal. Ich glaube, das wäre auch ganz cool, oder? Sammy, mit Hirse. Noch mehr Nassfutter und zwar Dogs Fine Food, Huhn und Fasan. Das ist ebenfalls so eine kleine Portion. Du bist gerade ganz artig, weil du abwartest, ne? Dann haben wir hier noch einen Button für dich, For You, Pour Toi. Das ist so zwei Hunde, die sich lieb haben. Ja, so ein Ansteckpin. Ja, nicht so spektakulär. Dann haben wir hier ein Spieli. Da kann man halt Futter reinmachen und das dann werfen. Das ist eigentlich ganz cool. Weil Sammy hat seins, was ich letztens von Action geholt habe, kaputt gekriegt. Das hat lange gedauert, aber er hat es hingekriegt. Und das hier, das wird er ruckzuck kaputt haben. Naja, aber gut. Finde ich ganz cool. Ja, so findet er das jetzt relativ öde, ne? Da muss ich schon was reinmachen und da muss ich auch schon ordentlich mitspielen. So, ne? Dann hat er da Spaß dran. Gut, dann haben wir hier noch vier kleine Dosen Nassfutter. Und zwar einmal Max Kopf, Fleisch und Kartoffeln. Aha. Interessant. Dann haben wir Geflügelpur von Grau Excellence. Als vorletztes haben wir Menü mit Fasan von Christophorus. Exklusives Fleischmenü mit Amaranth und Pastinake. Und das letzte Döschen in der Hundebox ist von Landfleisch Classic mit Frischgemüse, mit Geflügelherzen und Seelachs eine Dose. So, dann wäre diese Box tatsächlich leer und dann können wir uns gleich die Katzenbox angucken. Aber ich würde sagen, dass ich jetzt mal Sammy sein Futter gebe. Da kann er sich mal aussuchen, was er haben möchte, wa? Möchtest du selber aussuchen, Sammy? Gucken wir mal. Also, Mausi, was haben wir denn zur Wahl? Wir haben das, 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 das und das. So, welches willst du haben? Okay. Soll ich das aussuchen? Kannst dich nicht entscheiden, ne? Ich würde sagen, wir nehmen das mit der Hirse. Das hörte sich ganz gut an. Dann hole ich mal eben einen Napf. Sagen, dass ich den artigsten Hund der Welt habe. Sammy, hast du die ganze Zeit hier gesessen und gewartet? Das ist süß. So, Sammy, dann machen wir das mal auf. Und es riecht sehr, sehr angenehm. Wirklich sehr, sehr angenehm. Warte. Das sind übrigens die Näpfe, die wir von der lieben Cinderella Block Neu im Tauschpaket hatten. Das sind die Reisenäpfe und die sind jetzt auch schon öfters in Verwendung gewesen.
So, mache ich das meistens noch ein bisschen klein. Eigentlich käme da jetzt noch Trockenfutter mit durch, aber das haben wir jetzt ja gerade nicht da. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus, muss ich sagen. Also, so schaut das im Napf aus. Simi, möchtest du erstmal den ablecken? Mach auch so. Na, da ist noch was drin. Gut. Ich stelle dir das mal hier hin. So. Kann der da nämlich ohne Mampf keinen Kampf, dass ich das gönnen. Und während er dann sein Nassfutter vertilgt, gucken wir uns einfach mal die Katzenbox an. Das ist diese hier. Die sieht ganz genauso aus. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen die Katzenbox aufgemacht habe. Nee. Ach, wie witzig. Also die Katzenbox sieht fast ganz genauso aus vom Inhalt her, ne? Interessant. Also auch hier haben wir genau die gleichen Entenhupferl drin, die wir eben auch schon in der Hundebox drin hatten. Auch hier haben wir, nee, hier haben wir Kalbsfleisch. Kannst du aber für Hunde und für Katzen tatsächlich verwenden. Das heißt, da kann Sammy dann doch noch schlemmen. Das kann er gleich mal probieren. Sammy, du kriegst auch noch eine Katzenbox. Freust du dich? Du hast deinen Napf schon leer gegessen. Ich bin ja stolz auf dich. Ja, das sind halt solche gefriergetrockneten Kalbsviecher. Ich meine, ja, viele Sachen kannst du für Hund und Katze gleichzeitig nehmen, ne? Ist ja kein Problem. Dann haben wir hier Tasty Cat, dreierlei Geflügel. Das ist das hier. Die Sachen für Katzen sind meistens halt ein bisschen feiner. Deswegen, aber das werden wir dann entsprechend weitergeben. Oh, das ist geil. Cat Food Leonardo mit Känguru und Catnip. Ich weiß nicht, was Catnip ist. Das kenne ich nicht. Hier haben wir dann einen Anstecker mit Katzen. Dann haben wir Kalbsgröstel mit Möhrchen, getreidefrei, Monoprotein und mit Taurin. Als nächstes haben wir von Pet Natur feines Hühnchen mit Leinöl. Das ist hier ein Nassfutter. Dann haben wir von Amora Fleisch pur mit Geflügelherzen etwas. Ein kleines Mäuschen als Spielzeug. Das darf Sammy nicht in die Finger kriegen. Finger vor allem, Sammy, ne? Komm mal hier hin. Geh auf deine Decke. Hier. Dahin. Ein Schlemmertöpfchen von Grau mit Huhn und Kalb. Was ist das hier? Und das letzte in der Katzenbox ist Tasty Cat Terrine mit Hühnerherzen. Und das ist auch getreidefrei. Ja, ich finde, das ist schon, das sind gelungene Boxen, die echt schön zusammengestellt sind. Also da muss ich wirklich sagen, fand ich ganz cool. Und wenn ich so bedenke, was in den letzten so Plus zu Royal-Boxen drin war, bin ich doch sehr angetan von diesen Boxen. Man muss bedenken, dass die hier jetzt ja auch fast das Doppelte kosten, ne? Also das ist nicht günstig, aber es stand auch drin, dass du irgendwie einen Warenwert von über 40 Euro hast. Dementsprechend, ja, das ist ja auch wiederum der doppelte Wert, mehr als doppelte Wert. Masi, was machst du da eigentlich? Hm? Hast du da Blödsinn? Möchtest du noch mehr? Ich könnte dir noch eine Dose aufmachen, Maus. Bist ja auch artig gewesen, ne? Jetzt sind wir nämlich schon schön leer gelegt. Und das heißt ja auch, dass du mit deinen 20 Kilo darfst du ja auch mehr davon essen, ne? Ja, da darfst du ordentlich noch was essen. Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass du Durchfall bekommst. Weil ich muss es wegmachen muss. Komm, wir nehmen noch eine Dose. Was hattest du jetzt gerade mit Wild? Haben wir noch eine Dose mit Wild? Ja, ich weiß. Ich bin furchtbar. Das ist Rind. Geflügelherzen und Seelachsen, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu heftig. Herz, Herz, Herz. Ja, komm. Nee. Was machen wir denn jetzt? Wir nehmen mit Kopffleisch und Karotten das einfach mal. Da bin ich nämlich auch mal gespannt, wie das riecht. Das ist von Max. Das quillt hier oben schon so schön raus. Warte. Du kennst das Spiel doch, Mausi. Pass auf. So eine Dose, da kannst du echt dich mit verletzen. Na, siehst du? Siehst du? Also wirklich.
Schnüffler. Oh, das fühlt sich auch schön weich an. Das sind auch irgendwie... Ach, das sind Möhren, die da auch mit bei sind. Und Möhren mag Sammy auch gerne. Kannst du ihm auch einfach mal so eine Möhre geben. Das ist ganz gut. Das riecht aber sehr intensiv. So. Ja. Aber hier siehst du auch, ne, wie schön das aussieht. Also mir ist es auch immer ganz wichtig, dass die Optik stimmt. Für mich als Menschen, was total dämlich ist, weil ich muss es ja nicht essen. Ich muss es ja dann nur klein machen, zubereiten und anreichen. Aber naja, immer wieder da vorne hin sind. Hier. So, ich sitze. Na, wobei du musst eigentlich nicht sitzen, wenn du isst, ne? Jetzt passt du auf, ne? Jetzt möchte ich den Löffel ablecken. Huch, da fällt was rund. Nochmal. So. Nochmal ablecken, da ist noch was. Fein. Und bitteschön. Magst du nicht so gerne, oder was? Soll ich so machen? Das war auch nicht. Ja, ist auch nervig, wenn du so ein Gebämsel dabei hast, ne? Wenn du frisst und dann muss ja auch nicht sein. Also wir hatten jetzt nicht Unmengen an Leckerlis oder so mit dabei, aber ich finde schon, dass es ein cooler Inhalt war. Doch, muss ich sagen. Würde ich die Box nochmal nachkaufen? Ich würde sagen schon, weil man macht schon Schnapp mit den Produkten, ne? Weil das ist auf jeden Fall ein Warenwert, der höher als das ist, was man dafür ja auch bezahlt. Also von daher, auf jeden Fall, ja. So ihr Lieben, Sammy hat aufgegessen und das war jetzt auch schon unser Unboxing von den zwei Boxen von Sandras Tierwelt. Sandras Tieroase, Entschuldigung. Ja, fand ich ganz cool, hat Spaß gemacht. Sammy hat es geschmeckt offensichtlich, der möchte jetzt erstmal was trinken. So, erstmal den Halsband wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, für den Abschluss sagen wir aber hier nochmal zusammen. Kann man hier? Ja? Na, geh nochmal in den Abschluss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir mal hier oben die Playlist mit den ganzen Sammy-Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite hier noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!